Ja Leute, heute wollte ich euch zeigen, wie ihr einen Hotspot erstellen könnt, sprich halt einen drahtlosen WLAN-Router. Das Ganze könnt ihr mit dem iPhone und iPad über das 3G-Netz machen. Halt, wenn ihr dann halt schon eine Internet-Flat habt, könnt ihr das halt dort drüber machen. Über den iPod geht es halt nur über das normale WLAN. Die ganze App nennt sich MyWi und findet man im Cydia Store. Dafür muss euer Gerät natürlich gejailbreakt sein. Das ist eine 3-Tages-Testversion. Die ganze App kostet dann 20 Euro, aber das Geld lohnt sich auf jeden Fall. Wir gehen jetzt einfach mal in die App rein. Hier oben haben wir halt, wie es halt hier aussieht, halt hier ein paar Einstellungen. Hier oben einmal die WLAN-Einstellungen, die USB-Einstellungen und einmal die Bluetooth-Einstellungen. Hier können wir das Ganze auch noch kaufen, wenn wir hier drauf drücken. Ja, wir können das Ganze ja über USB machen, wir können das über Bluetooth machen und natürlich über WLAN. Wir probieren das heute mal über WLAN. Gehen wir einfach mal hier oben drauf. Hier seht ihr Wi-Fi-Hotspot. Ja, hier können wir halt das Wi-Fi einstellen, hier können wir den Namen ändern, hier können wir den Sicherheitsschlüssel ändern, könnt ihr hier einfach konfigurieren. Ich mache das Ganze jetzt mal ohne Sicherheitsschlüssel, weil ich halt hier im Haus bin. Und ja, dazu schalten wir einfach jetzt mal hier das WLAN an. Und ja, das Ganze ist jetzt angeschaltet. Jetzt nehme ich mal meinen iPod. Damit gebe ich jetzt einfach mal schnell das Passwort ein, damit ihr seht, dass ich auch dort drin verbunden bin. Jetzt einfach hier in die Einstellungen rein. Und ihr seht hier, ich bin auch schon verbunden. Hier. Und das Ganze testen wir jetzt einfach mal im Internet. Natürlich ist die Geschwindigkeit etwas geringer als im normalen WLAN. So, wir haben jetzt einfach hier mal Google geöffnet und die Seite werden wir einfach jetzt mal neu laden. Und wie ihr seht, das Ganze funktioniert wunderbar. Über das Sky-G-Netz geht das natürlich genauso, da müsst ihr halt einfach hier einstellen, wie ihr es haben wollt. Ja. Und das Gute daran ist auch noch, man sieht auch noch, wie viel MB verbraucht wurde. Hier können wir halt die Tethering Bar einstellen. Wenn ihr über das 3G drin seid, seht ihr, poppt hier oben eine blaue Leiste auf. Da steht dann halt drin, wie viel MB schon gesendet wurde. Und so habt ihr auch noch die volle Kostenkontrolle, falls ihr halt nur begrenztes Datenvolumen habt. Ja, das Ganze ist nett gemacht. Für 20 Euro auf jeden Fall lohnenswert. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Oder ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ja, das war's. Ich bin jetzt hier raus. Ciao, Leute.